Wir kommen zum Start. Nummer 8 hier ist für uns aus Würzburg. Yannick Ambrositz. Bühne frei und Applaus für diesen Mann. Yannick Ambrositz. Vielen Dank. Ich bin jetzt 22 und ich finde, das ist ein ideales Alter, um zum ersten Mal im Leben innezuhalten und zurückzublicken und sich zu fragen, habe ich eigentlich schon alles erreicht im Leben, was ich erreichen wollte? Wie schaut mein Leben aus im Vergleich zu dem, wie ich mir das früher vorgestellt habe? Und um das herauszufinden, habe ich mein altes Tagebuch hervorgekramt und bin auf einen Eintrag gestoßen, den ich mit 11 geschrieben habe, also meine bisherige Lebensmitte. Und diesen Eintrag möchte ich einleitend vorlesen und dann folgt unmittelbar darauf meine Antwort. So, 10. November 2011, Tagebuch. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt gehe ich schon in die 6b des Emmy-Noether-Gymnasiums und ich bin wieder zum ersten Klassensprecher gewählt worden. Ich habe viele nette Freunde und am Samstag gehe ich mit Ennis, Tim E., Tanja H., Tanja N. und Katharina ins Kino. Wir sehen uns den Film Johnny English 2 jetzt erst recht an. Es ist Herbst und wird immer kälter. Na gut, jetzt muss ich Schluss machen. Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen. PS, an den Yannick A., der das mal lesen wird, Klammer auf, in Zukunft, Klammer zu. Ich hoffe, aus mir ist etwas geworden. Denn ich will nie ein Angeber sein. Hallo Yannick A. Kein Angeber sein wollen und dann im ersten Satz schreiben, dass du wieder zum ersten Klassensprecher gewählt wurdest. Ja, das ist in etwa so paradox wie ein Nazi, der gendert. Also so langsam reicht's mit den ganzen AusländerInnen hier. Aber widersprüchlich warst du halt immer schon, ja? Du wolltest der strebsame Klassenclown sein, der coole Nerd und der beliebte Außenseiter. Und weil du nicht wusstest, wie du all das vereinen konntest, hast du in den Spiegel geschaut und dir vorgestellt, wie dein Gesicht in 11 Jahren mal einem Erwachsenen gehören würde und dann wäre alles gut. Aber wenn ich mir dasselbe Gesicht heute im Spiegel anschaue, denke ich mir, nope, das ist kein Erwachsenengesicht. Erwachsenengesichter bestehen aus einer Mischung aus Stress und Vielmann. Wegen dem einen schaut dein Gesicht permanent mitgenommen aus und Stress macht es jetzt auch nicht besser. Aber während Erwachsenengesichter trotz alledem niemals Überforderung ausstrahlen, bin ich schon überfordert, wenn ich auf WhatsApp eine Nachricht mit okay beantworten will. Ich weiß aber nicht, welcher Okay-Typ am besten zu mir passt. Okay, mit Y, für den genügsamen Normalo. Okay, mit O und K, für den effizienten Performer. Okay, mit 2E, für den lakonischen Lebemann. Oder doch lieber okay, mit 2I, für das TikTok-Teenager-Mädchen mir. Und dann überlege ich immer 20 Minuten, was am besten zur jeweiligen Situation passt und schreibe am Ende dann doch mal nur Alrighty. Lieber Yannick A., wir haben beide immer noch dasselbe Gesicht, aber dennoch beneide ich deines dafür, dass es wirklich geglaubt hat, Schulaufgabenstress und Pickelproblemchen seien ernsthafte Sorgen. Ich beneide dich um deine größte Angst, die da war, beim Masturbieren erwischt zu werden und um deine Lebenskrisen, die stattfanden, wenn du dreimal hintereinander bei FIFA verloren hast. Manchmal, da möchte ich eines dieser Vielmann-Gesichter abschrauben, es an die Wand schmeißen und dann anbrüllen, wie kannst du in dieser Welt nicht überfordert sein? Eine Welt, in der man als langweiliger Spießer gilt, wenn man sein Studium der Zirkusakrobatik in Paris in Regelstudienzeit abgeschlossen hat. Eine Welt, in der es an der Hochschule in Osnabrück einen Master gibt, und das ist kein Witz, in nachhaltigem Rasenmanagement und trotzdem von einem erwartet wird, dass man unter diesem und auch kein Witz 16.598 weiteren Studiengängen plus Ausbildung das perfekt passende für einen findet. Ich bin so überfordert, es kann nicht mehr lange dauern, da werde ich auf eine Revolution des Rückschritts mit beigefarbenem Rollkragenpulli auf die Barrikaden steigen und brüllen, jetzt scheiß mal auf den Fortschrittsfreigeist. Gebt mir konservative Klarheit und spießige Struktur, gebt mir Vorgaben, gebt mir Rezepte, gebt mir Anleitung, gebt mir einen Steuerworkshop. Ich höre so viele Meditationspodcasts. Ich komme nicht mehr zum Meditieren. Ich will nicht mehr 2 Stunden lang die Netflix-App für den perfekt passenden Film durchforsten, sondern genau diesen 2 Stunden einfach einen mittelmäßigen gucken. Johnny English oder so. Ich will ein Hörbuch in einem Urlaub hören, den ich nicht in Insta-Stories, sondern wieder in meinem analogen Tagebuch festhalten will. Ja, und damit wäre ich wieder bei dir angelangt, lieber Yannick A.
Denn auch wenn ich dich um vieles beneide, muss ich ehrlicherweise sagen, dass mein Leben im Vergleich zu deinem schon deutlich geiler ist. Ja, masturbieren ist cool, aber hast du schon einmal von Payback-Punkten profitiert? Und vielleicht mag ich auch die Überforderungen und Unstimmigkeiten und Widersprüche, weil das viel näher an mir dran ist als Eindeutigkeit und Klarheit und Gewissheit. Und vielleicht möchte ich nur lernen, besser damit umzugehen, jeden Tag was Neues über mich zu erfahren, um es 2 Tage später direkt wieder zu revidieren. Woo, ob das bei dir genauso gerade ist? I doubt it. PS, lieber Yannick A. Punkt, ich weiß nicht, ob aus dir etwas wird, aber falls nicht, kannst du jetzt zumindest damit angeben, dass 700 Leute in Fürth wissen, dass du in der 6B des Emmy-Noether-Gymnasiums mein erster Klassensprecher warst. Dankeschön.